Es geht weiter mit Tag. Ja, und wir wollen uns jetzt mal einmal nochmal die Umgebung bzw. die Gegebenheiten an dem Vulkan angucken, wo wir denn die Endbosse machen müssen. Von wegen Platz, wie viele Tiere wir da hinstellen können und so weiter und so weiter. Und dafür wünschen wir euch viel Vergnügen. Ja, hallo und moin moin. Wenn wir da schon runterfliegen, gucken wir gleich mal nach dem Giganotosaurus. Weil den müssen wir nämlich auch platt machen. Was brauchten wir von dem? Das Herz? Das Herz, ja. Ja. Ich glaube, wir hatten eins, aber wir müssen zwei haben. Ja, es kann auch sein, dass wir sogar vier brauchen. Wenn wir dann auch noch, weiß ich nicht, was wir alles für den Endboss brauchen. Ja, okay. Also ich bin unterwegs zum Vulkan, ne? Jo, wir sind hier am Anfang vom Sumpfgebiet. Du bist also über uns drüber. Ja, ich warte. Und ich halte mal die Augen offen nach dem Giganto. Ach, da unten bist du, okay. Ja, das mache ich auch. Oder wir, oder so, oder... So, mal gucken, wo wir sind. Ja, sonst ist die ganze Zeit einer bei uns rumgelatscht, ne? Ja. Ja. Da habe ich den ja angegriffen und dann ist er ja abgehauen, die feige Sau. Ja, die nächsten Schritte, ihr Lieben, müssen nämlich gut und wohl überlegt sein, wie wir da vorgehen. Weil wir sagen es nochmal, wir spoilern uns nicht so viel. Wir gucken vielleicht schon mal das ein oder andere, wenn wir da kommen, mal ganz kurz nach. Aber im Grunde genommen gucken wir bei niemand anderen arg und wir sind da also wirklich blind. Ihr zwei seid blind. Ich bin ja schon gespoilert. Ja, ich bin auch blind. Wo ist mein Führer geblieben? Auch, ja. Wo ist mein Führer geblieben? Ihr fliegt also, alle jetzt zum Vulkan, ne? Der Spock, der heißt ab sofort Taublidu. Taubblinddumm. Taublidu. Nein, allwissende Müllhalde, ja? Taublidu. Kuckuck. Tolle Radiodödel ich. Unsere Sachen haben wir so halbwegs ersetzt. Hab gerade noch ein paar Pfeile gemacht. Da fliegt einer. Fleisch habe ich mir mitgenommen. Jetzt wird Zeit, dass es regnet, dass ich mir nochmal Wasser. Kannst du am Sumpf landen. Einfüllen kann. Ja, hättest du gerne. Ja, ja. Du wirst nur wieder sehen, wie irgendwas an mir rumnuckelt. Aber sowas von. Der Wanderer ja, beziehungsweise Enola ja nicht mehr an uns rumnuckelt, müssen wir uns ja irgendwie Ersatz besorgen, oder? Weil sie Bill und Scheiß sie bläst nicht mehr. Die Scheiß sind ja nicht klare Zähne hätten. Ich sag dazu nichts. Oh, Moment. Oh, das waren Soldaten. Ja, Leute, ich weiß, dass ich falsch fliege, aber ich wollte mal eben nach dem Giganto gucken, ob hier irgendwo abseits des Weges von Giganto. Boah, müssen wir halt breitfächerig über die Insel schweben. Irgendeiner wird schon einen entdecken. Zu Fuß kann man das vergessen. Der macht dich platt. Stampf, stampf. Oder er haut dir eine mit seinem langen Schwanz und dann fliegst du sonst wohin. Dazu sag ich jetzt nichts mit dem langen Schwanz.
Der hat nun mal einen, ich kann doch nichts dafür. Halt dich zurück, Bock. Kauf die du, sei ruhig. Der beißt sich schon auf die Zunge. Ist das schon der Vulkan? Ich glaube ja. Der hat doch nur. Also ehrlich jetzt. Vielleicht sind die auch mehr an den Stränden, ne? Die marschieren über die komplette Karte. Ach so. Spino braucht man nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Nee, Spino hat man, meine ich. Wegen der Rückenflosse, ne? Spino Rückenflosse. Ja. Ja. Ich glaube, ich fliege schon drumherum. Schon beim kalten Gebiet. Ich bin schon gelandet. Bist schon beim Vulkan? Ja, ja. Ja, ich bin um den Vulkan so ein bisschen rum. Ich komm mal hoch. Ach, die Körner ist schon zu haben. Ja, warte. Kylosaurus hat ja auch gleich mitgefressen. Oh gut. Eigentlich müsste ich ja noch Ersatz für Titus haben. Oh, sollen wir noch einkaufen? Ja. Level 193. Ui, was ist das dann? Macht gar nichts. Häuschen machen. So. Können wir mal gucken. Ne, hier ist kein Giganotor. Weit und breit niemand zu sehen. Upp, was ist das da? Ah ja, glaube ich weiß, wo wir da sind. Genau, und da unten, da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Wo bist du denn, Spock? Ich kreise um den Vulkan. Ich kreise im Vulkan. Kreis, Kreis, Kreis. Ah, da kommst du. Guten Tag. Guck mal, hier ist nämlich gar kein Platz nicht. Siehst du das? Da war schon jemand, hat Müll abgeworfen. Ja, klar. Tja, ist das denn vielleicht tatsächlich dann ein Solo? Nein, das glaube ich nicht. Also ein, wo wir in eine Gruppe rein müssen, zu dritt, ohne Tiere? Wäre von der Größe her, wie willst du hier 20 Tiere aufstellen? Tja, das ist die Frage, ne? Da liegt sogar schon was drin. Ja, witzig. Ja. Okay, das wäre. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen für den Gamma brauchst du nur die Gamma-Trophäen Brutmutter, Drache und Mega-Pithecus. Ja.
Für den nächsten brauchen wir dann, also Beta wäre das, Alpha, Carnotaurus, Raptorklaue, Tyrannosaurierzahn und dann wieder Brutmutter, Drachen und Megapithecus. Ja, aber in der Beta-Version. Genau. Und der nächste wäre dann Alpha, Carnotaurus, Arm, Lizichtestran, einen Megalodon, Flosse, Mosasaurus Zahn, Raptorklaue, Thusoteutes Auge. Ah, dafür brauchten wir das, genau. Tyrannosaurier Zahn und dann wieder Brutmutter Drache, Megapithecus als Alpha. Gesehen? Entschuldigung. Ich meine, einen hätten wir schon gekillt gehabt. Irgendwo haben wir, glaube ich, ein Auge rumfliegen. Wir haben mindestens zwei oder drei gekillt, Thusoteutes. Das sind die Tintenfische. Das ist mir schon klar. Die großen. Also hier ist kein Platz für große Tiere. Nee, wer fliegt da weg? Argo, mach hier nicht so komische Sachen. Mach hier nicht so komisch. Der ist ja auch verfolgt in Enola eingestellt. Ja, so. Du sollst vielleicht mal U pfeifen, wenn du abgestiegen bist. Ja. Holzköpfchen. Holzköpfchen. Ja, das können wir. Oder großer, dummer weißer Vogel. Das ist eine ziemlich kleine Stelle, ne? Ja, deswegen kommt also die Tiere kriegen wir nicht. Ich vermute mal, dass das wirklich nur mit uns dreien zu machen ist. Ja, oder wir müssen die tatsächlich einfrieren in die Kryokapseln. Ja, und was ist, wenn du es dann nicht rausgekriegst? Ja, dann hast du zwar die Kryokapsel und dann sind die Tiere im schlimmsten Fall tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da nicht mit Tiere rein können. Ich kann mir das sehr wohl vorstellen. Ja. Programmierer sind gemein. Das stimmt. Ja gut, ich guck noch mal nach einem Giganto. Ja, ich gehe mal in eine andere Richtung. Wir machen jetzt hier noch mal einen Flug übers Land und wollen einen Giganotosaurus. Weil wir das Herz verlaufen. Wir sind blutrünstig. Genau. Blutrünstig. Dort ist eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ja. Du war doch schon überall drin, ne? Wo fliege ich? Moment. Ich will mal. Gib mir doch nicht immer so Steilvorlagen, die ich nicht so wirklich umsetzen kann. Haubli, du. Ruhe. Meine Fresse, ey. Nein, ich würde so gerne und darf nicht oder so, ne? Oh, es ist zu. Kann man aber auch weithin sehen, da diese Höhle. Die kennt man eigentlich sofort. Ja, ich versuch mal, da drüben ist ein. Na? Ich hab einen. Was? Wo seid ihr? Vulkan Richtung Fleischfresserinsel. Moment. Fleischfresser war oben rechts, ne? Ja. Okay, da war ich doch schon unterwegs. So, dann machen wir erstmal hier den Platz, genau. Ich will auch machen. Nein, wir machen nur die Umgebung, eben die Tiere. Die Tiere. Oh ja, ich sehe ihn. Stell das Ding weg. So, jetzt geht's. Also, wir müssen den leider killen. Wir brauchen das Herz. Auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich denke schon, oder? Mit vereinten Kräften. Okay. Keine Ahnung, man kann auch gar nicht sehen. Oh, nicht in die Nähe des Schweins, und wenn der zuschlägt, dann sind wir weg. Ach! Nicht in den Vogel,
bitte in den Leid. Nein, 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 nein. Haben wir leider kein Fernglas dabei, da könnte man mal gucken, lebt er. Ja. Aber das ging, glaube ich, in die Millionen, ne? Ich glaube, ja. Achtet nur auf die Gesundheit eurer Flatterbänder, ne? Ja. Seht doch gut. Ja, ich fliege immer mal hin. Ich mache immer Korea-Taktik. Ist er tot? Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hat ihn jemand aufgefressen? Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich das Herz hab. Hast du was? Ich bin dabei am gucken, warte. Ja, ich schau auch. Herz war das, ne? Allosaurus habe ich hier. Also ich habe nicht. Ich habe nur die Lunge, viermal Lunge eines U-Tyrannos. Ich habe es auch nicht. Ich habe auch kein Herz. Hat er eine Tasche verloren? Ich guck noch mal, aber ich habe hier nichts gesehen. Oder heißt das ein bisschen anders? Nee. Das heißt Herz eines Gigantosaurus oder so ähnlich. Giganotoja. Aber hier ist nichts. Also ich kann hier keine Tasche entdecken. Hier ist doch eine Tasche. Wo? Hast du? Nee, das war glaube ich eine andere Sache. Oder hast du ein Herz drin? Nee. Ich habe sogar neue Level. Huh. Ja, nach dem Kill. Aber ich habe hier nichts drin, das aussieht wie ein Herz. Ich gucke jetzt noch mal in Ruhe. Ich laufe hier mal eben rum. Warte mal, du musst mal stehen bleiben. Ich habe ein Gehirn. Wahnsinn. Warte. Nur ganz kleines. Und dann? Wow. Alte Gehirnwindung weniger und ich würde wie ein Huhn auf der Straße kacken. Kack, kack, kack. Also wenn ich jetzt hier oben Herz eingebe oder sowas, oder Giganto? Gigano musst du, glaube ich. Ja. Er hat nur GI reingegeben, ist nichts. Ist nichts, ne? Warte mal, ich könnte das auch mal eben machen. Ich könnte einen Gigantosaurus-Sachtel bauen. Ja. Aber ich habe kein Herz. Nee, ich kann hier auch keine Tasche zwischen den Felsen sehen, also... Hier ja, wir sind alle herzlos. Ja, echt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Das finde ich aber mehr als schade. Da müssen wir noch also. Und ist müssen vielleicht wir... random, ne? Das ist eine Sache. Ne? Vielleicht müssen wir den ja doch vom Boden aus niederstrecken. Nein. Gekillt ist gekillt. Das ist random. Mal hat er ein Herz und mal hat er keins. Oder vielleicht müssen wir einen Gigantotyrannosaurus haben, um den, dass der das Herz droppt. Wer weiß das schon?
Das könnte, aber das stand doch Giganotosaurus. Ja, nur welcher? Es gibt nur eine Sorte, das sind die großen. Es gibt den Giganto hier, den wir jetzt gerade hatten. Diesen Vierbeine mit dem langen Hals. Und dann ja, aber die auch noch als T-Rex-Version. Ja. Ja, aber die heißen dann Giganto. Die heißen dann nicht Giganoto. Das ist der Unterschied. Ich meine, ja, ich kann jetzt schlecht nach Hause fliegen, um zu gucken. Müsste ich ja extra den ganzen Weg zurück. Wir können ja noch mal nach dem Giganto-T-Rex gucken. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Da sind zumindest schon mal ein paar kleinere. Ah ne, das sind die anderen. Ich wüsste, wo einer eventuell sein könnte. Da hatte ich doch den einen mal gekämpft. Da war einer. Ich flieg mal. Aber wo bin ich jetzt auf der Karte? Tu Bescheid sagen tun, wenn du einen gefunden hast. Ja, ich flieg mal Richtung Eishöhle. Es könnte sein, dass wir dort einen vielleicht mit ein bisschen Glück finden von diesen Gigantos T-Rex oder wie auch immer. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist es. Das ist aber auch kein schönes Leben hier. Verback den Stein, komm, ich erlöse dich mal. Weil da hatte ich ja den Argo her. Leder. So, was haben wir hier? Ist das schon die Eisbereich? Ja. Mein Auge und Torwitz ist sogar aufgestiegen. Ja, meine hatte auch noch mal 10 Punkte. Ja. So, warte mal. Da sind die. Okay. Jetzt wieder Rambazamba. Oh, ich glaube, ich habe einen, aber ich bin mir nicht sicher, ob. Ach nee, das ist ein Jutyrannus. Alles klar. So lila hier. Puh. Sind die immer so leuchtend? Hey! Was soll denn das? Ja, du, ich mach dich alle. Ja, das hast du jetzt dabei. Jetzt bist du Fischfutter. So lila, alles so lila. Na gut, ich muss mal gucken, was hier mit dem Level ist. Nein, nicht runterfliegen. Schön hier oben bleiben. Guck, wir wollen zuschauen. Leute, die zerlegen alles. Auf jeden Fall gibt es hier noch Jutyrannus. Ja, die gibt es ja immer. Ja.
Ach, hier ist doch ein Manni. Komm, weiter, weiter fliegen. So. Warum ist der denn so aufgedreht? Da ist doch nichts. Der hat dich gesehen. Wahrscheinlich. Doch, da ist der YouTube-Radius. Vielleicht unten am Wasser. Komm her, Schweinchen, komm. Man darf meinem Argo nicht das Futter klauen. Ich mach gleich selber Futter. Oh, warte mal, da unten ist... Nee, das ist auch ein Jutyrannus. Das ist doch wieder ein... Das ist nicht unsere Strecke, oder? Womit? Nee, wir sind auch noch nicht da. Okay. Bei euch tut sich auch nichts. Crystal Island, da habe ich mal einen gesehen. Wo? Auf Crystal Island, da habe ich mal einen gesehen, getroffen. Ja, ich hatte ja hier bei der Eishöhle einen, den habe ich ja gekillt, das habe ich ja sogar gezeigt. Aber, da habe ich lange kämpfen müssen. Aber da habe ich dann, glaube ich, Argo auch mit gelevelt. Unsere Eishöhle. Ach, ich bin ja schon wieder in die falsche Richtung unterwegs. Da lang müssen wir. Ja? Ja, tatsächlich. Falsche Seite vom Obelisken. Oh, yes. Ölstein. Vielleicht sollte ich das mal mitnehmen. Nö, ich steig jetzt nicht ab. Keine Lust. Weiter.
Ja, ich würde sagen, ob wir dann noch einen finden. Ein Giganto, egal von welcher Sorte. Ja. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Und wir sagen einmal tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem wenn ihr Gutes tut. Gut wie ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive Sachen, Kritik, dafür haben wir euch ganz lieb und wir freuen uns unheimlich auf euch in den nächsten Folgen von ARK. Also tschüss. Bye bye. Tschüss.